Please select a landing zone. Wir nehmen hier diese. The support helicopter requested. Exfiltrated. What? You're going back. Jetzt, wo hier der Sturm ist, kriegen wir das, denke ich, richtig gut hin. Nur 250 Meter. 230. Da geht's nicht rum. Aber hier. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Super Timing, Junge. Das ist doch mal super gelaufen. Und ab zur Mother Base. Ausgezeichnet. Sehr gut. Mission complete, Boss. B-Rang wieder nur. Aber 176.000 haben wir bekommen. Sehr gut. Wahrscheinlich, weil wir sie da so aufgeschreckt hatten, dass wir da nur B-Rang haben. So wie kapitelweise kommt es mir vor. Also so, keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Man sollte doch denken, wenn man sich das Spiel gekauft hat, dann weiß man, von wem es ist, wer es gemacht hat. Waffen für die Unterstützungshubschrauber. Und für die Horse. I've gone ahead and arranged for you to be able to develop and customize weaponry for support choppers. And you can also develop new equipment for D-Horse if you like. Sehr gut. Use your iDroid to start development as needed. Oh. Silent Mastodon. Schütze. Russisch. Der kann Russisch auf jeden Fall. Frage ist doch, ob er übersetzen kann. Waffenschmied. Sprache Ukrainisch. Ja, aber wenn doch keiner von uns die Sprache kann, naja. Diplomat. Tadschikisch. Ein Freiwilliger haben wir bekommen. Das ist ja lustig. Side-Ops List up. By connecting your iDroid to the onboard computer, you turn the chopper into your own aerial command center, or ACC. Some elements of staff assignment and R&D of weapons and items can only be performed from there. Take as long as you need to consider all your options. Anpassung vornehmen. Hubschrauber, okay. Ach so, weil wir noch keine Waffe haben. Okay, das passt. Beziehungsweise wir haben da ja noch gar nicht so wirklich was entwickelt gehabt. Please specify a project.
Das haben wir doch schon. Okay. Please specify a project. Lautsprecher, okay. Oh, wir machen das mal. Verkehrt ist wahrscheinlich nicht. Krieg mal kurz was. Gucken wir mal lieber bei Gegenständen. C4. Grundsätzlich auch spannend. Ein Shield könnte man noch nehmen. Das ist vielleicht auch ganz gut mit dem Unterstützungshubschrauber. Wir haben eigentlich genug GMP, um alles hier zu machen. Ich denke, das sind die Vorbesteller-Sachen. Könnte man was verbessern? Okay, so. Wie kann ich denn Mother Base gegebenenfalls erweitern? Das macht doch gar keinen Sinn. Na egal. Nebenoperation, das hört schon mal gut an. Russisch-Dolmetscher. Das ist ganz wichtig. Please select a landing zone. Ja, aber wo kriege ich den denn? Hier wahrscheinlich oder was? Gehen wir hier hin. Jetzt müssen wir ja noch zusammenstellen können. Ausrüstung wählen, Hauptwaffen. Natürlich die hier. Scharfschützengewehr können wir mal mitnehmen. Natürlich die Tranquilizer Gun. Nachtsichtgerät haben wir jetzt auch. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Mission. Haben wir aktuelle Zeit wieder. Damit wir die Leute auch dann, die Russisch reden hier in Afghanistan, was wahrscheinlich die meisten Soldaten sein werden, verstehen können. List is comprised of problems we need you to resolve, objectives to be completed, and information gained from the soldiers and prisoners you've extracted. These aren't missions per se, but if you can take care of them when you're free, I'd appreciate it. Klar, es bringt auch große Vorteile. Die Frage ist, woher weiß das Pferd, wo die nächste Mission ist?
Werde ich schon sein, keine Angst. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich die ganze Zeit irgendwelche Leute oder so vergesse. Erstmal aufs iDroid. Wir setzen uns den Marker. Wäre ich gerade in die falsche Richtung losgeritten. Stimmt das überhaupt? Ja, stimmt. Mal drauf achten, ob es irgendwo blinkt. Die Frage ist aber, woher weiß ich denn, welcher von denen dann der Elite-Soldat ist, bitte? Extraction arrived at Mother Base. Ist ja schon riesig, wenn man es genau nimmt. Gehen wir mal da links den Berg hoch und gucken von dort. Hey Boss, you see many animals in the field. Truth is. Ja, aber wozu soll ich denn Tiere fangen? An environmental NGO has asked us to remove wild animals from combat zones. If you have the time, can you extract some back here? There's a reward in it for us. Ah, hat schon auch hingelegt jetzt. Okay. Für eine Belohnung mache ich alles. Sogar Tiere retten. Aber auch krass, ne? Die Leute, die dort wohnen, die werden nicht gerettet, aber die Tiere werden gerettet. Dann gucken wir mal, ne? Oh, halt, was ist das denn für Leute? That's the target. Ja, das war einfacher als gedacht. You gotta extract him.
Psydop. Psydop's list updated. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Ausgezeichnet. Gucken wir mal, wo wir unseren Hubschrauber landen können. Please select a landing zone. Ich würde sagen, dass wir uns vielleicht hier nach dort bewegen werden. Und dann den Call. Marker placed. Los, Pferd. Wir gehen da noch ein bisschen aufräumen und gehen dann mit dem Hubschrauber zurück. Bloß nicht kacken jetzt. So. Die hätten uns knapp niedergeschossen, nehme ich mal an. Wenn wir da jetzt falsch geritten. Warte mal, war hier nicht eine Brücke? Ah, hier vorne. Frage ist, lohnt sich das? Wir probieren mal was aus. Du gibst dem kein Zeichen, Junge. Guard post captured. Na, das ist doch gut. Schießt sich auch gar nicht mal so schlecht, sage ich jetzt mal. Ist gut zu wissen für die Zukunft. Können wir sowas auch schon klauen? Ja. Nehmen wir den einfach auseinander. Warum ist es fehlgeschlagen? Probieren das hier nochmal, weil da dürfte nichts in der Quere sein. Ah ne, 0%. Wahrscheinlich noch zu schwer, nehme ich mal an. Egal, wir haben die Items geklaut, das ist immerhin schon mal was. Vielleicht noch mit einem Silencer und schon ist das Scharfschützengewehr inbar. Extraction arrived at Mother Base. Sehr gut, das mit dem Material auf jeden Fall. Und du kannst halt wirklich machen, was du willst. Das finde ich so gut.
vorne ist wieder so ein Camp. Ist relativ unbewacht, ne? Komisch. Wir rufen jetzt mal den Hubschrauber schon. Please select a land support helicopter requested. Wir versuchen mal die beiden Soldaten, die da kommen, kalt zu machen. Also im Sinne von zu klauen. Kommt irgendwo ein Truck? Scheiße. Nicht, dass der biegt doch hier ab. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Has arrived. So, dann extrahieren wir die mal. Den heben wir auf. Packen den mal ein bisschen zur Seite. So, und jetzt geht's ab zur Landezone, die dort drüben ist. Immer werden meine Entscheidungen in Frage gestellt. So, komm runter, Junge. Oh. Plümsche nicht vergessen. Und da vorne ist auch noch mal was. Jetzt rein und ab dafür nach Hause. Das gefällt mir richtig gut, ohne Scheiß. Frage ist, mit wem haben die da hinten gekämpft?
Extraction arrived at Mother Base. Unruhestifter und Unhygienisch. Das ist eine Fertigkeit, okay. Die mit der besten Stufe, das sind bestimmt Bosse oder sowas. So, Mother Base, was können wir machen? Select Unit. Staff assigned. Achso, die sind sowieso alle drin, okay, passt. Please specify a project. Please specify a project. Kampfanzug, kugelsicher. Das hört sich ja grundsätzlich schon mal gut an für Flucht und so weiter. Lassen wir aber erstmal. Gucken nach Waffen. Please specify a project. Da im Besonderen nach Verbesserung. Brauchen wir noch Sanitätsteam, okay. Aber ich habe das doch gerade erst gemacht gehabt. Das können wir gerade wieder so starten. Norden von Kabul. Es könnte dunkel werden im Verlauf der Mission. Soweit das Auge reicht. Fantastische Fernsicht. Gucken wir mal nach der Map. Marker placed. 400 Meter. Das kriegen wir auf jeden Fall. Wo halt? That wild dog pup. He's a tough little guy. Boss, this is no time to be playing with animals. What are you gonna do, boss? Boss, stop! Klauen wir den Hund.